Willkommen zu einem neuen, super befriedigenden Spiel. Die Rede ist von Satisfactory oder wie ich dazu sage, Satisfactorio mit einem Mann, der sich jeden Tag auf verschiedene Art und Weisen befriedigt. Kreis! Oh ja, ich habe schon einige Mittel entwickelt, um stetig eine Satisfaction in mir hervorzurufen. Ich muss den ganzen Tag singen. Also du bist so ein Experte dafür, ja? Ja, ja, natürlich bin ich Experte. Nur deswegen können wir das Spiel spielen, ja, aber ich habe alles gemacht, was auf Reddit steht. So. Also das Spiel hier war ziemlich schwierig im Multiplayer zum Laufen zu bekommen. Also wir haben alles versucht. Wir haben wirklich alles durchgetestet, was auf Reddit stand. Ja. Ich kann auch gar nicht sagen, was jetzt wirklich funktioniert hat. Kann ich nicht beantworten. Also Kistra auf jeden Fall stand auf Reddit, man soll mehrere gemischtrassige Kinder adoptieren und das hat Kistra gemacht. Habe ich, ja. Der eine spielt den ganzen Tag am Router rum und jetzt funktioniert's irgendwie. Es jetzt funktioniert's. Kilau, was habe ich dir gesagt? Wir trinken nicht auf dem Teppich, ja? Geh mal zu deinem Bruder Mutombo. Daddy kommt gleich. Er ist furchtbar, ne? Also diese Kinder. Woher kommt ein Kilau, Alter? Kilau habe ich aus China, ja? Kleiner China-Junge. Und Mutombo habe ich aus Kenia. Ah, sehr schön. So, es wird dunkel, wir müssen irgendwas tun. Können wir Lichter bauen oder so? Boah, da oben fliegt ein großer Morochen. Morochen? Was ist denn Morochen? Morochen? Ja, ich weiß nicht, darf man Rochen sagen noch? Artikel 13 kommt bald. Rochen ist Copyright. Also, ich erkläre mal ganz schnell das Spiel hier. Was machst du so, da? So, ich werde jetzt hier einen Berg hoch, weil da oben leuchtet irgendwas spannend. Bin ich hier oben, aber wie kann ich hier weiterklettern? Man kann an Schlingpflanzen irgendwie dran rumspielen. Am Kraut, weißt aber du? Aber wir kommen hier irgendwie nicht hoch, ne? Doch, kommst hier an hoch? Der Seite. Ja, ja, hier an der Seite. Und dann, warte, hier hin. Also, ich erkläre jetzt das Spiel. Satisfaction oder auch genannt Satisfactorio. Satisfactory. Ein Spiel, das ja nicht. Satisfaction, ey. Ich sag Satisfactorio dazu. Ein Spiel, das eigentlich gar nicht existieren sollte. Oh, guck mal hier oben, ich habe die Welt gefunden, Alter. Wie die Welt gefunden? Die Zeitung oder? Nein, 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 wirklich. Hier ist ein Globus, ein Bio-Globus. Ich hab krasse Scheiße da oben gefunden. Ich will auch zum. Boah, was ist das denn? Bist du da? Krass, oder? Ich bin da. Ich werde dran lecken. Achtung. Alter. Alter. Gravitationsstrahlung. Gallium. Gallium? Bei mir redet die Tante so ein bisschen. Bei dir auch? Redet die eigentlich dann auch? Ja, ja. Okay, also. Spiel erklärt. Wir sind zwei Sklaborinos von irgendeinem Erzkonzern und wir machen das, was die Menschheit immer macht. Wir beuten den Planeten aus, ja? Und hier drüben zum Beispiel gibt es jetzt Erz und unser Ziel ist es, aus diesen ganzen Rohstoffen irgendwann automatischen Prozess zu machen. Das bedeutet, nicht alles per Hand abzuschlagen, sondern wir haben dann Bohrer. Der Bohrer wirft das aufs Fließband. Das Fließband bringt es in eine Schmelze. Die Schmelze bringt es in einen Fabricator. Der Fabricator macht daraus irgendeine Eisenplatte. Die Eisenplatte verwenden wir, um da irgendwie einen Nippel drauf zu kleben. Und schon hast du irgend so einen Space-Dildo. Das ja, klingt so auf läuft jeden das. Fall nach irgendeinem neuen Spielprinzip, was ich vorher noch nie gesehen habe. Nee, ey! Das ist ganz, ganz einzigartig. Taser ihn! Flora und Fauna müssen zerstört werden. Also im Moment müssen wir alles per Hand machen. Ist mühselig, macht niemand gerne. Ach ja, aber so ein bisschen meißeln. Ich habe auf jeden Fall Power im Handgelenk. Ja, das glaube ich dir. Deswegen heißt es ja auch Satisfactory. I can get no Satisfactory. Das haben wir die letzten Tage gesungen, weil wir einfach keinen. Wir haben es nicht hinbekommen. Nee, es war echt heftig. Keiner ist. Keiner. Zu hardcore. Aber dann Kinder adoptieren, das ist der Trick. Kann man jetzt das sofort auch machen. Okay, man kann das mit Shift hier rüber pumpen. Wie soll wir ich brauchen denn auf jeden Fall so einen kleinen Bohrerli. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir uns so einen kleinen Bohrer machen. Die Beeren nehme ich mal mit, die kann man irgendwie essen, ne? Beeren kann man essen, die sind gar nicht so schlecht. Ich packe mir erstmal meine Erze und so packe ich erstmal hier in die Kiste, falls wir da was brauchen noch. Ich mache jetzt direkt ein bisschen Draht, weil wir brauchen 50 Draht. 10 Eisenplatten und 10 Rohre. Und dann gibt es Upgrade Nummer 2. Und dann können wir einen Portable Miner bauen, oder? Ich glaube, ja, dann können wir diese Werkbank bauen und dann kannst du da so einen Bohrer bauen. Und dann brauchen wir, glaube ich, Upgrade Nummer 4 oder 5. Bisschen später, dann kannst du alles automatisch machen. Aber wir haben ja ordentlich Eisen vor der Hütte. Ja, das ist ja das Geile. Wir haben hier eine echt gute Stelle. Wir haben Kupfer und Eisen. Das ist erstmal das Einzige, was uns wirklich zu interessieren hat. Und Pflanzenmaterial brauchen wir auch ein bisschen, ne, für den. Ja, klar, immer so ein bisschen Bio, ne? Am Bio, da kannst du nicht sparen. Nee, ich sammle mal ein bisschen Bio ein. Boah, was sind das da hinten für Ballons? Hast du das schon mal gesehen? Da kannst du nicht sparen. Das kannst du nicht schön schwätzen.
Scheeschwätzer? Scheeschwätzer? Hast du da hinten die Ballons schon mal gesehen? Congratulations. Ich habe jetzt hier das Hub-Upgrade. So, und das nächste Hub-Upgrade, dann Stufe 3. Da geht's dann los mit Förderband. Dazu wollen wir 75 Eisenplatten, 10 Kabel und Zement. Okay, wo ist der Kalkstein? Kalkstein. Ist das der Kalkstein? Irgendwo da hinten, 150 Meter. Was ist das hier? Kohle. Echt? Es gibt auch Kohle? Hier liegt ein Kohlebatzen rum. Ich glaube, das ist Scheiße von irgendeinem Tier. Ich würde nicht sagen, dass das Kohle ist. Ich würde nicht sagen, dass das Kohle ist. Ach komm, bevor es hier verkommt. Hier unten ist Kalk und irgend so ein Vieh wieder. Direkt Taser. Ich glaube, man muss es dreimal treffen. Taser ist zu Tode. Damn, Alter, ich hab's gefaustet. Das hab ich ja noch nie gesehen, dass ihr die Faust rausholt. Oh, das war aber schon aggressiv. Also, ich würde sagen, das ist Tierquälerei, ne? Erst betäuben ist okay, aber... Ja, keine Ahnung, der hat auf einmal draufgeschlagen. Das war nicht human, nicht irgendwie mit einem Taser. Also komm mal hier runter. Wir brauchen Kalk. Holz und Blätter. Ja, Blätter und Zweige ist was für The Forest. Wir brauchen Kalk. Okay, ich komme vorbei. Wir brauchen richtig viel Kalk und das kann ich im Moment nur mühselig meiseln. Und hier ist kein Kalknippel, der aus dem meiseln. Boden sprießt. Inge Meisel, oder? So. Was ist denn? Der Kalk. Hier unten, im Kalkdreck. Hast du eine Taschenlampe? Wie geht ja, die? Ja, auf V, glaube ich, ne? Ja. Heil! Bist du eine Frau? Ich glaube, du bist eine Frau. Ich weiß ja. Es nicht. Ich glaube, du doch. Auch. Du hast ein Wonderbra an. Du auch. Nee, nee, nee. Bei mir das Fett. Ich bin ein Kerl. Alter, ich bin der Ronny. Space Ronny. Space Ronny. Der sitzt aber hier mit dem anderen. Wie hieß er noch? Mario Kalle. Mario Kalle. Die sitzen immer noch da und auf dem Moon. Und warten, dass wir zurückkommen, oder was? Ja. Aber Moon haben wir doch durchgespielt. Easter Egg gelöst. Haben wir nicht mitgenommen, die beiden da oben. Ja, was reicht doch jetzt an Kalkstein, oder? Wir haben so viel Kalkstein. Man hey, kann, leuchtet ja, ich was. Hab jetzt genau 10 Beton. Also man kann echt noch mehr Kalkstein benötigen. Man kann nie haben. Genug Kalk haben. Ja. Benötigen tut man es wahrscheinlich später jede Menge noch, oder nicht? Ja, aber wir müssen uns erstmal hier so die ersten simplen Upgrades gönnen. Ich will aber da die Biomasse doch haben. Und alles. Was ist denn das da für eine Biomasse Ressource? Ist für mich Abfall. Das sah auch irgendwie aus wie Kalkstein. Wir müssen halt gucken, dass wir schnell auf den Bohrer kommen. Hier ist eine grüne Elektroschnecke. Die nimmst du mit. Die kann man gut verheizen. So, auf jeden Fall Eisen. Richtig viel Eisen brauchen wir jetzt. Was ist das da? Was ist das? Ist das Eisen oder Kupfer? Eisen hat so, so eine Rostfarbe und Kupfer ist so bläulich-grün. Hier ist mega viel Eisen, Junge. Ja, dann pack die Taschen voll. Und was ist das da hinten? Da ist irgendwas Gelbes noch auf dem Berg. Aber es wird beschützt von irgendeiner Kreatur und Gaswolken. Nee, da will ich doch nicht hin. Gaswolken hole ich mir dann später. So, ich habe jetzt ein bisschen wieder. Leck an meiner Elektroschnecke. Wir brauchen hier eine Ausrüstungswerkstatt. Wenn ich an meiner Schnecke lecke, bekomme ich viele Schneckeflecke. Lass mal Eisenstangen wieder herstellen. Ey, das Zeug geht weg, ne? Meinst du, wir werden irgendwann große Rochen erledigen können? Naja, man kann bestimmt auch irgendwelche Waffen und so machen. Jagen bin ich und überzeugt. Ausrotten, jagen und ausrotten. Was baust denn du hier? Eine Ausrüstungswerkstatt, damit wir Bohrer bauen können. So, mobiler Mininator. Dazu benötigen wir noch ein bisschen Kabel. Was ist denn hier alles drin? Ich nehme mal die Eisendinger raus. Eisenerz nehme ich raus. Holz, Kupfererz nehme ich raus und das hier. So, wir brauchen Kabel. Eine Kabel kannst du doch hier machen, oder? Am Apparat. Die Kupferbarren herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr von allem. Ja gut, ne? Warte, ich guck mal, wo ist denn noch Kupfer? Also Kupfer ist auf jeden Fall super wichtig. Wenn wir einen Bohrer haben, die können das halt gut abtragen. Deswegen würde ich sagen, wir machen einen Eisenbohrer, einen Kupferbohrer. Wir haben nur einen Kupfer hier nebenan, sag ich mal, ne? Und der nächste ist 400 Meter weg. Ja, aber einer reicht erstmal für einen Anfang. Das ist gar nicht so schlecht.
Was kannst du denn jetzt für Bohrer bauen? Ganz normalen Standard-Bohrer, die laufen schon automatisch, aber ja, wir müssen halt immer wieder... Mobiler Minator hier. Eisenplatten, Draht und Kabel. Hast du sowas? Ja, ja, lass mich mal ran. So, einer. Nicht genügend Platz. Kann man eigentlich auch Items droppen und du kannst sie einsammeln? Bestimmt. Ja, hier. Nimm mal. So, und den platzierst jetzt unten einen beim Eisen und ich mache einen oben beim Kupfer. Welches Eisen nehmen wir hier? Das linke oder? Ja, egal, erstmal. Man kann ja auch zwei, drei Stück dahinstellen. Dann hat man. Ach so, aber erst wenn der Große kommt, der muss in die Mitte, glaube ich, ne? Genau, der Große muss dann in die Mitte, ja. Okay, wie kann ich den denn platzieren? Da muss ich wahrscheinlich auf Tab, oder? Ja. In dein Inventar musst du den machen. Da, wo jetzt deine Elektrowaffe ist, da muss halt der Bohrer drin sein. Ja, ja, aber wie kann ich den und abstellen? Dann einfach nur droppen, wie einmal schlagen. Und dann macht er alles automatisch und dann bohrt er schon los. Meiner ist hier schon kräftig am Bohren. Ja, und dann brauchen wir wieder jede Menge Kalkstein und alles. Alles. Viel mehr von allem. Wie immer so. Eben. Boah, der nächste Kalkstein ist auch hier, 300 Meter irgendwo da hinten. Er bohrt. Und was ist das denn, Alter? Was hast du denn gefunden? Na, hier steht so ein Ding neben unserer Basis. So ein Teil mit dünnen Beinen, aber einem sehr dicken Körper. Deine Mutter? Was sucht die denn schon wieder hier? Ich hab nur drauf gewartet. Deswegen hatte ich eine kurze Gedenkpause eingeleitet. So, der bohrt jetzt. Was macht der jetzt, wenn der bohrt? Alter, guck mal. Geh mal drauf mit E. Meiner hat schon 40 Stück. Das kannst du hier crappen. Und zack, hast du 40 Kupfer. Damit können wir halt wieder Sachen herstellen. Und so weiter und so fort. Okay. Du musst jetzt halt gucken, dass wir uns das nächste Upgrade da holen. Hab Upgrade Nummer 3. Weil wir haben ja noch keine Förderbänder und nichts. Nee. Ich stelle jetzt hier gerade wieder Barren her. Ja, aus dem Kupfer Barry kannst du Barrarello. Einfach... Oder aus allem kann man erstmal eigentlich theoretisch Barren machen, ne? Es genau, aus allem erstmal Barren. Deswegen, das Erste, was man halt machen muss, sind Schmelzen, damit es irgendwann automatisch läuft. Weißt du, wie ich Sachen unten läuft. In mein Inventory kriege, in mein Quick-Inventory-Dings? Nee, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Stromleitung brauchen wir jetzt noch nicht, ne? Auf jeden Fall brauchen wir viel Eisen. Schmelzerei brauchen wir dann erst, wenn wir Förderbänder haben, quasi, ne? Genau, ja. Einen Konstruktor brauchen wir dann auch erst später. So, was brauche ich denn hier? Ich brauche das da. Und Eisenplatten brauchen wir jede Menge. Die sind auch super wichtig, weil wir brauchen jetzt die verstärkte Eisenplatte. 2 Stück davon. Also brauchen wir Schrauben. Okay. So, jetzt habe ich 2 von diesen Eisenplatten. Jetzt brauche ich nochmal 50 von diesen regulären. Ey, das ist... Es ist schon eine Menge, was man am Anfang wissen, lernen muss und machen muss. Naja, klar. Ich versuche gerade rauszukriegen. Nee, das legt er dann ab. Aber es ist schon irgendwie entspannt. Es hat schon was Entspannendes. Natürlich, es ist einfach... Ich mag solche Spiele sehr, sehr gerne. So, ich fühle mich auf jeden Fall sehr entspannt. Hast du ein Eisen? Mich wieder volle Energy habe. Ich habe ein bisschen Eisen in die Kiste gelegt gerade, aber ich kann auch noch was holen. Nee, ich war eben gerade am Bohrer. Da ist nichts mehr drin. 19. Oh, wir brauchen unbedingt mehr Eisen. Vielleicht noch einen zweiten Bohrer machen. Die brauchst du eh. Du musst die Bohrer dazu verwenden, den automatischen Bohrer zu machen. Also die werden auch wieder... Hier ist ja irgendwie auch nichts umsonst. Wie bei... Wiederverwertet. Alles wird nochmal wiederverwertet. So, jetzt sind wir bei... 40. Wir brauchen noch... Boah, wirklich noch mehr Eisen. Ich hatte ein bisschen was noch reingelegt. Ja, man kann halt noch drauf einkloppen mit E. Ach so, naja gut, man kann auch mit der Hand natürlich hier aus dem Man kann Witz auch mit der Hand ein bisschen Kartoffelstampfen gehen, klar. Stampfen wir noch ein bisschen. Während der Bohrer arbeitet, arbeite ich nebenbei. So, crappen. Jetzt habe ich 25. 10 sind, glaube ich, noch in der Kiste. Die habe ich eben schon rausgenommen. 30, das sind 15 Platten. Aber sobald das alles automatisch läuft, dann wird das Spiel geil. Sobald das erste Fließband da ist, dann wird's geil. Ja, aber so ist doch immer. Man muss ja natürlich erstmal auch ein bisschen was tun, ne? Für seinen Fortschritt. Fortschritt kommt nicht durchs Zusehen, ne? Da muss man schon mal einen Meißel ansetzen und ordentlich in der Ritze meißeln hier. Sonst geht das nicht.
So, ich bin gleich bei 60. Ich habe auch noch mal... Die Sachen werden doch alle später super teuer. Ja gut, klar, du brauchst ja irgendwie... Also ich habe 43 jetzt in die Kiste. Jo, ich verarbeite mal ganz schnell die hier. Dann bauen wir uns das nächste Upgrade. Das nächste Upgrade wird super geil. Erstmal ist das Hub ganz dick und dann wird hart gebohrt. Hart gebohrt in nasse Gruben. Denn der Lehm, der muss schön feucht sein. Zwei nigerianische Prinzen allein auf einer Insel. Eine Sie verschickten E-Mails und sagten, schick mir 1000 Euro und ich schick dir 2 Millionen. Ich habe eine E-Mail von einem nigerianischen Prinzen. Was denkst du, wie oft das schon funktioniert hat? Denkst du, es hat extrem oft funktioniert? Ich weiß es nicht, aber ich habe mal einmal gelesen, dass es einen Typen gab, der wirklich gesagt hat, ich verschenke mein Geld, will jemand was haben. Und niemand wollte es. Und niemand wollte es und irgendwie... Ist ja eigentlich krass dann, ne? So. Ja. Stell mal vor, man hätte einmal an diesem Tag gesagt, ach ja, komm, probieren wir es mal aus. Und dann kriegst du ein paar Tage später, kriegst du so Post, weißt du, so ein Paket mit 2 Millionen Dollar in kleinen Scheinen. Boom! Congratulations. So. Ey, die Welt ist aber voll schön, ne? Fällt mir gerade so auf. Die Welt so ist schon echt schön, ne, ja. Weißt du, was das da hinten für Ballons sind, da auf den Bergen? Keine Ahnung, aber man kann irgendwie wohl Fahrzeuge... Oh, Alter, wir haben jetzt ein Bett und einen Computer. Oh, können wir ein Haus bauen? Und wir können jetzt Ding bauen, wir können jetzt, ich glaube, wir können aber noch keinen Bohrer machen, keinen automatischen. Nee, dafür brauchen wir das nächste Hub-Upgrade. Und das ist schon ziemlich teuer, yo. Aber jetzt können wir ja Förder... Nee, warte mal. Nee, wir können jetzt Förderbänder bauen, ja, aber die bringen uns nicht wirklich viel ohne den Bohrer. Weil, bringt einfach nichts. Gibt's hier nicht so eine Art Greifarm oder so, dass das Ding hier halt jetzt sagt, okay... Nee, nee, gibt's nicht, nee, nee. Okay, leider nicht, Mann. Deswegen bin ich der Meinung, wir brauchen noch einen Bohrer. Soll ich mal drüben beim Kupfer abholen, was? Ja, kannst du abholen. Die laufen auch voll. Ich glaube, wenn 100 drin sind oder so, geht's nicht weiter. Also wir müssen hämmern. Die Biomasse brauchen wir dann gleich, um Strom zu erzeugen. Die brauchen erzeugen, wir, ne? Für Strom gleich, ja. Die Elektroschnecken auch? Elektroschnecken auch, ja. Ja, Slurp brauchen wir auch, ja. Slurm, Alter. Alter, wir brauchen jetzt 100 von diesen Platten und 100 Eisenstangen. Erstmal die Eisenstangen. Ne, 75 Eisenstangen. Okay, die hätten wir schon gleich. Die Umwelt. Das macht so viel Spaß. Die Umwelt. Kalk brauchen wir. Ich habe jede Menge Kalk. Kalki? Dann gehe ich doch nochmal Kalk holen, oder? Kalk und Kabel. Ich mach mal hier... Was kostet nochmal so ein Bohrer? Kann ich mir noch einen Bohrer leisten? Kupfer habe ich in 100er reingelegt jetzt. Okay, ich mache hier noch einen Bohrer. Für was? Kann man auch Kalk bohren? Ja, man kann auch Kalk bohren, aber ich mache noch einen für Eisen. Weil Eisen ist irgendwie... Sag ich mal, Primärgut im Moment. Oh ja. Und das Geile ist, du kannst hier halt natürlich super viele hinstellen. Ja, du kannst auf jede von diesen Platten einen Bohrer hinstellen. Können wir die denn dann hinterher alle wieder weiterverwenden? Die kannst du alle einsammeln und du brauchst auch einen Bohrer für den automatischen Bohrer. Okay. Also der ist Pflicht, deswegen. Kann der kaputt gehen? Nee. Anscheinend nicht. Also bei mir ist er noch nicht kaputt gegangen. Okay, das wäre halt was, ne? Wenn es jetzt dann noch so, ich sag mal, so Störungen gäbe. Dein Strom kann überlasten, dein Netz, dein Stromnetz und so. Das kann passieren, ja. Zu viel Strom dann, oder was? Nee, also zu viel Strom weiß ich nicht, aber es kann sein, dass wenn du zu viele Geräte an einen Versorger anschließt, dann, ja, dann überlastet das die Leitung und nicht mehr richtig Saft saugen und dann musst du umdisponieren. Was ist denn das auf Taste 4? Das hast du ja bestimmt auch auf Taste 4, das Ding, oder? Was ist das? Taste 4, das ist sowas wie ein Knotenpunkt. Das ist so ein Knotenpunkt für die Förderbänder. Okay, wie viel Kalk brauchen wir eigentlich? Achso, da oben steht's ja. 20 Säcke. Ich glaube, man braucht 2 oder 3 Kalk, um einen zu basteln. Und 5 Säcke habe ich noch, also 15 Säcke. Ja gut, ich nehme einfach 60 mit.
Und dann halt auch wieder jede Menge Kupfer und so weiter und so fort. Aber sobald wir den Bohrer haben, wird's easy. Dann geht das alles. Ach, ich hab nichts gegen ein bisschen Handarbeit. Da musst du halt schön dran schlackern, bis die Sahne fließt. Also da oben die Ballons, die interessieren mich ja immer noch, ne? Aber da kommen wir jetzt, glaube ich, eh nicht hin. Nee, ich glaube, die kannst du gar nicht erreichen. Nee, die sind irgendwie auf dem Berg und voll weit weg. Was ich geil finden würde, wenn es irgendwas im Wasser geben würde. Weißt du, dass man irgendwie noch, ja, so ein bisschen Wasserwelt. So wie bei Ark. Ich meine, Ark hat ja auch Wasserressourcen, ja. Eine Unterwasserwelt irgendwie. Wer weiß, was noch kommt. Ich meine, das ist Early Access. So, wow, Alter, haben wir jetzt Kupfererz 100. Nice. Ach ja, und Biomasse herstellen ist auch ganz gut, weil die heizt halt länger. Wenn wir einfach nur Blätter reinwerfen, dann heizt sie nicht so lange. Ja gut, aber Biomasse stellen wir wie her, aus Holz, oder nicht? Und dafür brauchen wir... Biomasse stellst du einfach aus Blättern her. Die werden einfach gepresst. Ja, aber auch aus Holz, glaube ich, kannst du es herstellen, stand da. Es gibt auch noch Biomasse Holz, ja. So, warte, ich mache jetzt hier noch ein paar Barren. Ein paar Barellis. Eigentlich dürfen wir auch nie wieder aufhören zu spielen, ne? Weil jetzt, wenn es einmal funktioniert, ich weiß nicht, ob es dann beim nächsten Mal weitergeht, ne? Weiß man nicht, ja, vielleicht. Das ist alles so Early Access, ist halt immer Early. Early Access Boy. Er ist ganz früh auf die Welt gekommen. Ich hatte dir da Zement reingelegt, ne? Ja, oder? Moment, ich mache hier gerade noch Kupferbarren. So. Und jetzt verarbeite ich Zement. Meinst du, es kommen dann irgendwann böse Tiere, wenn wir alle Büsche ausgerottet haben? Ja. Ja, ich glaube schon, dass irgendwann. Also vielleicht noch nicht in der Version, aber ich glaube, darauf läuft es irgendwie hinaus. Weil es gibt auch noch andere Viecher, die dich angreifen können, als diese komischen Rammer. Also ich denke schon, ja, die haben ja jetzt schon... Spucker gibt's auch noch. Die haben ja schon irgendwie Gegner drin. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann sowas geben wird. Ich meine, du musst ja auch mal so sehen. Das hier ist ja jetzt winzig klein, aber irgendwann haben wir Förderbänder, die über die 300.000 Kilometer entfernt sind. Ja, ja. Ja, und an den Pflanzen sieht man, dass man vielleicht auch noch irgendwas pflanzen kann oder so später, ne? Weiß man ja alles nicht. Naja, man kann ja auch Kettensägen und sowas bauen jetzt schon. Man kann da auch, anscheinend gibt es auch Fahrzeuge, es gibt Nutzfahrzeuge und ich glaube, man kann sogar Waffen bauen. Ich weiß es aber nicht 100%. Irgendwas habe ich, glaube ich, gelesen. Eine Kettensäge ist ja eigentlich auch sowas wie eine Waffe, oder? Ich meine... Ja, ja. Weil theoretisch kannst du jemanden mit einer Kettensäge sehr wehtun. Rein praktisch auch. Ich denke, es sind schon viele Menschen, die sich auch an Kettensägen verletzt haben im Laufe der Evolution. So, im Endeffekt jetzt noch die Eisenplatten, dann haben wir es zusammen und dann haben wir schon das nächste Hub-Upgrade und sind eigentlich super mega geilo. Dann sind wir startbereit. Für die große industrielle Revolution. Haha, wir werden euren Planeten ausrotten. Ja, großer Rochen. Wir werden ihn aushüllen von innen. Guck nur, wir werden alle Ressourcen stehlen und deine Nahrungsquellen vernichten. Hahaha, okay. Aber ich habe euch noch nie was getan. Das ist nun mal das Gesetz der Steppe. Gesetz des Steppenbrands. Also hier jeder salbt für sich alleine. Jeder salbt. Hier kann man noch nichts. Die Salbindustrie. Die Salbenindustrie hat euch alles weggenommen. Ach, hier kannst du. Und wenn ihr irgendwann auf euer zerstörtes Land zurückblickt, dann denkt daran, es war die Salbenindustrie. Ach, guck mal, hier kann man richtig Fundamente bauen. Und ja, klar. Du kannst, du kannst eine ganze Stadt bauen, wenn du willst. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute da mitspielen können. Wuff. Hub-Upgrade. Im Moment ist es auf 4 begrenzt. Neue Gebäude. Spieler verbessert. Oh, wir werden auch verbessert. Ah ja, guck mal, unser Inventory. So, jetzt können wir den ersten Borali bauen. Wie kommt man denn in dieses Inventory? Hub ist Inventory, Q ist Bauinventar. Ach, Tab ist dieses. Ne, ich habe nur zwei Dinger. Ich kann eins irgendwie an der Brust. Da kann man eine Rüstung oder so anziehen oder was? Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir hier. Alter, der Bohrer ist ja super billig. Meiner ist ja ein Bohrer, ein bisschen Rohr und ein bisschen Zement. Geht schon ab.
Eisenstange. Kriege ich immer schnell welche her. So. Zement habe ich. Dann unten mal einen Bohrer abdudeln. Wie kannst du das hier bauen? Nee, das machst du auf Q dann. Ach so, okay. Ah ja, okay, ich verstehe. So, warte, jetzt mache ich den hier weg. Meiner MK1. Dann wird der hier gebaut. Das ist der große. Jetzt brauchen wir nur für das Ding Strom. Ja. Und dann halt Smelter. Smelter machen, ne? Was Smelter machen? Ja, ich brauche noch mehr Zement. Für Strom brauchen wir auch Zement. Das heißt, wir brauchen viel mehr Kalk. War nochmal Kalk. Kalk war direkt hier unten vor der Tür irgendwo. Ja, irgendwo hier. Ey, wir haben hier wirklich alles hier. Das ist eigentlich schon ein geiler Spot. Ich meine, wir können abkalken. Hau mal in die Kalkleiste rein. Wow, ich fall voll tief. Gott sei Dank gibt es hier keinen richtigen Fallschaden. Ja, erst ab einer gewissen Höhe gibt es ein bisschen Fallschaden. Aber gut, es ist eine andere Schwerkraft, ne? Also... Ja, aber die Folge ist, glaube ich, jetzt auch vorbei, oder? Ja, noch ein bisschen kalken und dann können wir in der nächsten Episode frisch reinstarten. Auf jeden Fall müsst ihr eine fette, sehr befriedigende Bewertung dalassen. Das ist ganz wichtig, denn so könnt ihr uns am besten befriedigen. Ja? Satisfactorian. So könnt ihr uns Satisfactorian. Okay, ja, wir machen besser jetzt hier Schluss, bevor es noch ausartet. Ah, befriedigt mich. Bis zum nächsten Mal und tschüss.